Hi Leute, ich habe hier so einen mobilen Fernseher zugeschickt gekriegt mit DVB-T und sowas von August, den D100D. Und ich soll den mal testen. Mache ich doch. Weil wer kann es besser gebrauchen als jemand, der im Camping ist? Und ein LKW-Fahrer? Oder halt LKW-Fahrer, die im Dauercamping sind, ne Sascha? Also, ich probiere das jetzt hier mal auszupacken. Nee, Rückseite. Ich hätte mal gerne Ach gewusst, was so. drauf steht. Okay. DE. So, was haben wir da? 10,1 Zoll DVB-T, DVB-T2 und Media Player. Ja, kannst auch USB-Stick reinstecken mit Filme und so weiter. Full HD 16:9 LCD-Bildschirm. DVB-T mit 7 Tage EPG, also diese elektronische Programmzeitschrift. Elektronischer Programmguide, Genau. nicht Zeitschrift. Eingebaute Lautsprecher, USB- und Micro-SD-Kartenleser und Aufnahme auf externes Speichermedium. Och, cool. Kannst du die Filmchen denn aufnehmen? Ist Was da aber eigentlich so? verboten, ne? Sascha, Ja, also sag doch ehrlich. sowas nicht. Dann bitte mal, mach mal auf. Please turn around, turn around, turn around. Du hältst die Kamera? Ich halte irgendwas fest hier. So. Ja, ist das gute Oh, Stück. na, toll. Ist natürlich sicher eingepackt, ne? Vor allem direkt mit der Rechnung Die oben haben wir drauf. noch. Ach so, Entschuldigung. Nee, dann musst du auch hier halt mal gerade. Halt mal hin, hier gerade. Einmal gerade hier das Manifest. Manifest, Manifest, Manifest. Idioten bitte. Hier, hier, hier. Ah ja. August, User Manual. Stromsparen ist er anscheinend auch. Gut, die Anleitung ist schon mal dabei. Jede Menge Kram. Gut, haben wir noch. Das ist aber gut eingepackt. Ich habe selten so Geräte gehabt, die, guck mal, geile Folie. Ja, bleibt vielleicht auch heile. Das Wollen wir, tut genau, ruf mal mal erstmal das raus. Zubehör. Nee, erstmal das Zubehör. Ach Also so, okay. erstmal das. Hier ist wahrscheinlich Der Karton eine ist hingefallen. Antenne und Gedöns drin und Ach, wo ich Fernbedienung. das sehe. Das Ding ist nicht inklusive. Das kostet nochmal 8 Euro extra. Er hat aber gesagt, weil ich ja nur LKW-Fahrer bin, steckt er mir das da direkt mit dazu. Also das ist nicht dabei, das 12-Volt-Netzteil. Aber es kocht. Geht auch bis 24, hatte ich schon gelesen. 12 bis 24 Volt, also es geht überall. Und wie gesagt, das lege ich jetzt mal erstmal so an die Seite, weil es halt für 8 Euro nicht dabei ist. Inklusive Ständer. Ach, ein Ständer ist das. Eine Fernbedienung. Zeigst du doch mal. Ich wollte gerade gucken, ob du da hier auch auf den EPG zugreifen kannst und so und Da hin ist und die her. EPG. Siehst du, da kannst du sogar direkt von der Fernbedienung auf die Dinge drauf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Dann haben wir hier verschiedene. Das ist einmal eine kleine Reiseantenne. Ah ja. Also so eine Magnetfuß. Das sind dann so eine Geschichten, die du dann oben durch Schiebedach raus machst, um besseren Empfang zu kriegen und so, ne? Oder? Genau. Hier haben wir dann einmal HDMI auf USB, so wie es aussieht. Nee, auf Mini-US, Auf Mini-HDMI. Mini-Dingsbums, HDMI auf Mini-HDMI. Okay. Ich stecke mal die Kappen wieder auf. Ja, steck die Kappen mal wieder drauf. Weil ich kenne mich, sonst sind sie nämlich weg. Ja. Kriegst du gar nicht mit. Einmal hier den ganzen Tongedöns Ach, gebimmelt. die. Hierfür, um ein Video anzuschließen oder wie auch immer. Ja. Kann man da eine PlayStation anschließen? Das kann sein. Oh, das ist auch cool. Hier gibt es sogar Reiseadapter mit dabei. Wenn ihr mal guckt, Ah, der ist für Außenland. England. Diesen tollen Smiley hier. Genau. Denn das normale zum Aufstöpseln. Das müssen wir noch anschließen. Das können wir direkt dann da anschließen. Oh. Den können wir hinten direkt in die Antenne reinstecken, in die Antennebuchse. Sieht das einer? Ja, sieht man. Und einmal das Netzteil. Und da schiebt man die Dinger dann drauf. Ist ganz cool, diese Reisestecker-Gedöns. Das war's? Das war's. Zubehör sind wir durch. So, das ist eine ganz einfache Technik. Einfach nur hier reinschieben. Das weiß ich jetzt schon, dass es nicht funktionieren wird. Warum nicht? Aber eigentlich muss es doch so und Nein, du dann. siehst doch die Nase da oben. Ohne in die Anleitung zu gucken, weiß ich, dass es so nicht funktioniert. Welche Nase? Ja, so schon Ach, eher, aber ja. andersrum halt, oder? Nee, Nee, so. so, ja, siehst du. Schaka! Drin ist er. Ja, drin ist er. Zum Rausmachen nur Knopf drücken. Knopf drücken und Den macht man hochschieben. ja nicht wieder raus, oder? Wenn du mal nach England fährst. Dann schon. So, wollen wir jetzt uns dem guten Stück widmen hier? Machen wir das gute Stück. Also, Hose runter. Oh, der ist aber. Der fühlt sich gut an, will ich mal sagen. Der ist noch eingepackt. Was soll sich denn da gut Nee, ich anfühlen? habe ihn noch hier in der Hand. Ach so, dann zeig das doch mal. Hol mal raus. Ohne Hut sogar. Hol mal raus, der Lumpi.
Und auch groß, ne? Oh, der ist echt anständig. Also für, so für so ein Reiseding. Mach den bloß nicht schräg, sonst spiegeln wir uns die ganze Zeit. Mein Tablet ist nicht so groß, meine ich. Ja, hinten? Mhm. Oh, hier, ganz 100.000 Knöpfe. Warte mal, mehr Licht, so. Vorspulen, hin und her, Menü. Volume. Der ist aber gut ausgestattet, ne? Mit Batterie, USB übrigens läuft auch mit Batterie. Mach mal auf, zieh mal auf das Fach. AA-Batterien, 2, 4, 6 Stück. 6 Stück. Kommen denn AA-Batterien rein? Ist das für den Ständer oder kannst du es am Fernseher kannst aufhängen? Nee, kannst du aufhängen, kannst du an der Wand hängen. Kannst du dir auch aufs Klo pinnen, den Fernseher. Ja, super geil, Alter. Was haben wir da für Anschlüsse? USB, HDMI. Ach, steht drauf, warte mal, hier, da. USB, HDMI, Speicherkarte, Kopfhörer und AV, was? In. AV in. Und dann? Und das Netzgedöns-Gedümmel. Was ist das? Das ist auch eine Antenne zum Aufschrauben, so ein Loch. Ja, da kannst du eine Antenne reinschrauben, wenn man das möchte. Ich hole mal gerade den Ständer. Hier Lautsprecher. Hier Lautsprecher. Wie ihr seht, kann man dann die Position des Fernsehers variieren. Wenn du es oben reinsteckst, steht da ein bisschen, steht da nicht so steil. Oh, Entschuldigung. Untergehauen. Dann steht da nicht so steil. Und wenn du den so ein bisschen hier reinsteckst, dann steht da steiler. Das andere Position finde ich hübscher. Aber schön, dass man da wählen kann. Finde ich echt geil gemacht. Ziehst du mal die Folie ab? Achso, vorne. Hört hin, hört hin. Ah. Bei Folie kriegt der Typen Orgasmus. So, willkommen beim zweiten Teil. Nachdem wir einmal kurz unterbrechen mussten für einen Tag. So, hier, das habe ich schon mal vorbereitet. Mach mal eine Reinsteckung. Wo kommt denn der rein? Weiß ich nicht. Wir machen das hier, wir gucken mal nach der intuitiven Bedienung. Und habe jetzt nicht die Anleitung geguckt vorher. Sondern es kommt ja auch darauf an, wie, ja, wie gesagt, intuitiv das ist. Hm, hast du einen Stecker in der Steckdose? Ja, natürlich. Wieso? Gut. Ach nee, hier leuchtet, alles klar. Da leuchtet's. Fernbedienung liegt da hinten. Dann drück mal irgendwo drauf. Ich mach mal an erstmal. An, mach mal an erstmal. Brauchen wir nicht noch eine Antenne? Ach ja. Er will sowieso nicht. Müssen noch Batterien rein? Nein, die Batterien, die sind hier. Ja, dann zeig. Ach so, ja, dann die Batterien, die sind hier noch gesichert. Ach. Das Klebeband muss da runter, ne? Ja, ja. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Weil dann entlädt sie sich nicht von alleine. Dann hauen wir sie hier mal wieder rein. Tschakka! So. Nee, erst die Antenne. Achso. Lass uns erst die Antenne ranprökeln. Das ist wieder Sonderwünsche, wa? Das wird der Apparat uns wohl erzählen. Auf dem Foto hat er ja diese dicke Antenne, genau. Diese hier. Diese dicke Antenne hinten dran. Weil diese hier ist ja, glaube ich, für außen. Dann dreh mal um, dann sieht man das vielleicht auch. So wie wir sie damals hatten. Hä? Muss ja eine Seite? Ja, ja. Achso, die kannst du eine Seite und kannst du biegen. Zu knicken. Ja. Kannst du knicken, die Sache. Hast du schon angesteckt? Weißt du denn, was das Gerät kostet? Ach so, habe ich noch gar nicht erzählt, ne? 149 Euro. Ach, das geht aber eigentlich, ne? Findest du? Ja, also wenn er alles kann, was also, hier? Also wenn er alles kann, was draufsteht, geht das eigentlich. Für so einen Reise-Camping-Fernseher ist der gar nicht so verkehrt. Das ist aber ein bisschen locker hier, finde ich. Naja, aber packst du ja nicht an, oder? Naja, aber wenn du denn dich in der Kiste bewegst und so, gerade bei uns im LKW, die schwanken ja nun auch, wackeln. So, für mich ist eigentlich nur wichtig, dass das Ding dann auch ordentlich laut wird. Das ist doch eigentlich das Entscheidende, oder? Drück mal auf den Knopf hier. Drück mal auf den Knopf da auf irgendwo. Oh! Oh! August. Wir filmen das im September. Sind wir zu spät? Ich denke schon. So, DVB-T, keine Daten. 1. Januar, was weiß ich. Wir müssen ja auch erstmal einen Sendersuchlauf durchführen. Das ist ja aber sonnenklar. Weißt du schon, wie wir den machen? Kein Signal, sagt er. Ich bin weil man muss ja, wenn man jetzt woanders hingefahren ist, dann muss man immer wieder einen neuen Sendersuchlauf erst machen. Weil da das irgendwie pro Region natürlich immer unterschiedlich ist. Autosuche. Wo ist er denn da? Warte mal. Halt mal, kannst du noch ein bisschen heran? Oder, ja. Gucken, was wir so drücken. Hier. Da, Autosuche. Suche läuft. So, Schauplatzwechsel. Der erste Test war ein totaler Fehlschlag, weil wir hier bei uns, nachdem wir einen Check durchgeführt haben,
ja, so sieht das aus, wenn man keinen Empfang hat. Bei uns kann man das zwar empfangen, steht im Internet, und das sollte man auch vorher machen, ob man überhaupt da was empfangen kann. Wir anscheinend kaum, selten bis nie. Mach mal das Fenster auf Kipp und schmeiß die Antenne mal raus. Wir haben diese andere ran gemacht. Zeig mal kurz her, den Stöpsel. Wir haben diese Antenne da jetzt angeschlossen. Halt, so. Die ist halt ein Kabel, und jetzt hängen wir sie mal aus dem Fenster raus. Gucken, ob das funktioniert. Ja, mach das andere. Ist das eigentlich egal? Hoch, genau. Ob wir dann Empfängnis wieder kriegen? An unserem Ort ist wohl laut Internet Empfang nur möglich mit Außenantenne. Man könnte auch Akkus reinsetzen, und mit 2700 mAh Akkus hält das Ding wohl anderthalb Stunden durch. Man kann sogar so einen Amazon Fire TV Stick anschließen. Das gibt's ja zu lachen. Das ist von bis. Aber die Quali ist ganz gut, ne? Die Quali ist top. Da kannst du echt nicht meckern. Da kannst du überhaupt nichts zu sagen. Also das Display gefällt mir auch. Das ist gut. Schalt mal schnell um, bevor wir noch von WDR verklagt werden. Ja, ja, richtig. Darf man ja nur so ein paar Sekunden, ne? Darf man gar nichts. Jawoll! Schnell, jetzt kommt auch noch die GEMA. Ja, läuft. Also, funktioniert, Qualität ist gut, aber wir werden jetzt noch andere Sachen testen. So, jetzt habe ich mal einen USB-Stick reingesteckt mit einer Videodatei, MP4 und einer MP3, einer Audio. Wollen wir mal gucken. Sascha, kannst du mal irgendwie gucken, ja, ob du das irgendwie hinkriegst? Wir schauen mal. Komm mit der Fernbedienung mal näher. Ist das schön drauf. Du bist ja jetzt schon falsch. Auto kannst du irgendwie das Medium aussuchen? Ich will mal gucken hier. Einschlaftimer, sehr gut. Software-Update, das könnte man vielleicht auch mal machen irgendwann. Ja, aber das ist Internet. Bist du verbunden? Kanalmanager, Autosuche, Land. Tja, wie kommen wir denn auf den Stick jetzt drauf? Wie kommen wir auf den Stick? Mode? Mode. Na Mode, bitte, siehst du. Mach mal Media Player. Man kann auch eine Playstation anschließen, habe ich schon gelesen, mit den passenden Adaptern, HDMI und sowas. Ah, mach mal Musik. Und guck mal nach, ob die MP3 geht. No device. So, ich habe jetzt den dritten USB-Stick da drin. Die ersten beiden wollten nicht, hat er nicht erkannt. Mach mal irgendwas. Und jetzt wollen wir mal Musik probieren. Ja? Beides, alle drei 64er. 64 GB Dinger. Ah, guck mal an. YouTube-Lieder? Guck mal, mach mal das letzte, das ist eine MP3. Und da ist auch kein GEMA drin. Mach mal volle Pulle. Für mich ist wichtig, laut. Wenn im Sommer offene Fenster und so, ja, weil du sonst tot gehst. Ach, ja. Das geht aber, ne? Ich glaube, das geht, ja. Schrabbelt natürlich. Aber ist auch eine schlechte Dingens. Probier mal das Glasperlenspiel da eben. Ist ja nun nicht so, als wenn das hochqualitative. Mach mal Glasperlenspiel. Kurz. Volle Pulle. Fang mal an zu singen. Nö, ist aber alles gut. Das schrammelt nicht. Ein bisschen viel Höhen sind drin, aber ansonsten ist es schon gut. Video? Ich hab gar keins drauf gemacht, ne? Ist gar keins drauf. Ich bin so doof, wie ich lang bin, ehrlich. Er ist so doof, wie er lang ist. Ist schon vernünftig? Das war doch die MP3. Ach so. Das Kühlschranklied. Schon wieder? Nee, ich wollte jetzt hier. Ja, denn weiß ich es auch nicht. So, warum hat er wohl eben keine Videos angezeigt? Weil wir bei Musik drin waren. Vielleicht sollte man mal auf Film gehen. Top Qualität bei dem Ding. Spielt gerade eine MKV ab. Sausage Party. So, ich bin jetzt mal im Ruhrgebiet, Kamp-Lindfort, falls einer fragt. Ich habe jetzt mal diese Antenne dran gemacht. Könnte ein bisschen stabiler sein, ist ein bisschen jackelig jetzt, aber naja gut, ist nun mal so. Hat natürlich keinen Empfang, weil man ja an jedem neuen Ort, wo man sich befindet, muss man ja erstmal
die Suche wieder machen, damit er die hier die Autosuche. Einmal auf Menü gedrückt, Autosuche, wusch, jetzt läuft er. Und da ich im Ruhrgebiet bin, müsste der eigentlich mit der ganz normalen kleinen Antenne, weil hier ist ja überall Empfang, müsste er eigentlich was finden. Letztendlich haben wir zwei Waggons. Also so hundertprozentig ist es mit dieser Antenne nicht. Das Beste ist wahrscheinlich, die andere zu nehmen und das Ding per Magnetfuß nach draußen zu hängen. Deswegen werde ich jetzt mal die andere Antenne einstecken. So, also jetzt, wo ich die Antenne hier draußen sitzen habe, ist da kein Problem mehr. Jetzt läuft das Ding. Jetzt kann ich sogar das Kabel anfassen, ohne dass er ruckelt. Cool, Columbo. Jetzt kann ich Columbo gucken. Oh, hier klingelt das Telefon. Laut ist das Ding. Echt, also laut ist es genug. Da braucht man sich keine Gedanken machen. EPG hat der hier sogar. Columbo hält die Rettungsflieger. Also du kannst auch programmieren, dass der Fernseher angeht, wenn du wenn du programmiert hast bei der Sendung, geht er halt sogar an. So. Das Coole ist auch, dass er, wenn du Akkus reinpackst hinten, dann hast du anderthalb Stunden, das geht mir auf den Sack, wenn er die ganze Zeit dazwischen geredet, wenn du Akkus reinlegst hinten, dann kannst du anderthalb Stunden damit gucken. Anderthalb Stunden, und sobald du an eine Steckdose gehst, wird das Ding, werden die Batterien wieder aufgeladen. Das ist natürlich richtig fuchsig, ne? Also wenn mal der Strom ausfliegt oder du mal kurz mit Strom ausfliegt, meine ich, wenn der LKW die Steckdosen abschaltet oder sowas in der Art, oder du mal gerade irgendwie umpacken willst oder so, dann geht's nicht gleich tot, weißt du? Ich finde das gut. Das ist klasse. Das ist gut. Länger müsste das Kabel jetzt sein, hier, das Außendingens. Das müsste jetzt echt länger sein, weil so ist natürlich auch käse. Ich will den Fernseher ja nicht auf dem Lenkrad stehen haben, ich will den ja da vorne haben. Und naja, müssten hier hinstellen. Ist jetzt auch kein Problem, ne? Also ein Problem ist es nicht, den auch hier hinzustellen. Aber die Gardine kriege ich jetzt zum Beispiel nicht zu. Das Kabel müsste so lang sein, dass es hier unten drunter geht und da oben hin. Aber da kann man vielleicht ein längeres Kabel dazu kaufen oder so. Da das Kabel aber ein ganz normales Antennenkabel ist, mit einem ganz normalen Antennenanschluss, kann man wahrscheinlich einfach mal nur so einen Zwischenstecker, da so einen Antennenanschluss dazwischen stöpseln. So einen ganz normalen. Und dann hat man doch seine Verlängerung. Da hat man zu Hause ja vielleicht sogar noch einen liegen. Irgendwo in der Schublade. Ich meine, Antennenanschluss ist lange vorbei, aber kaufen kann man die doch auf jeden Fall noch. Also ich habe sogar noch drei zu Hause in der Schublade liegen. Ja, die guten alten Zeiten, weißt du? Als der C64 noch mit sowas angeschlossen wurde am Fernseher. Kerl, ist das lange her. Und was der Apparat mittlerweile kann, im Gegensatz zu dem C64, Hammer. Jupp, ich habe es getestet. Ein ganz normales Antennenkabel habe ich genommen und habe das damit verlängert. Funktioniert einwandfrei. Jetzt kann ich die Antenne nach draußen hängen, also den Magnetfuß, und habe super Empfang. Einfach nur durch die Verlängerung. Und so ein Kabel, das kostet ja wohl nichts, ne? Voll cool. Steckst du halt und schwatte damit rein. Zack. Und das andere Ende in den Monitor und fertig. Ast rein. Hier, das sind so die Senders, die man alle hat. Das Schöne ist, man kann sogar bei dieser Fernbedienung gedrückt halten. Juhu! Columbo kommt aufs Handy auf Nähe immer noch. Juhu! Ja, also ich finde das voll toll. Die Freien auf jeden Fall kann man dann empfangen. Bei Vox wird es natürlich komisch. Vox HD funktioniert natürlich noch nicht. Noch nicht so einfach, weil es ja verschlüsselt ist, ne? Was ich zu Hause noch gar nicht gesehen hatte bei den Anschlussmöglichkeiten, du kannst hier sogar eine Micro-SD-Karte reinschieben, wo du deine Filme drauf hast. Das ist natürlich auch geil. Und an dem Kopfhöreranschluss könnte man theoretisch auch, hier könnte ich jetzt theoretisch bei meinem LKW-Radio, zack, wenn ich den da reinstecke, könnte ich über meine LKW-Lautsprecher den ganzen Salat abspielen. Da ich aber sowas schon kenne, in Sachen Interferenzen und Störungen und so weiter, werde ich es nicht ausprobieren und irgendwelche Funken riskieren. Denn wenn man aus dem LKW raus Strom nimmt, der Strom geht hier rein, und dann komme ich hier wieder raus und gehe in das Radio,
den kann das ganz schön Brummkram erzeugen, was dann natürlich nur bei Batteriebetrieb funktionieren würde. Also ich werde das nicht ausprobieren. Ansonsten gibt es ja auch so eine kleinen Brüllwürfel, hier diese kleinen Geräte, die dann ordentlichen Bass auch vernünftig bringen. Das hier, dieser Ton ist laut, aber ist natürlich blechern, ist klar. Wo soll hier Ton wegkommen, ne? Ist klar. Ich meine Bass wegkommen. Wenn man mit den öffentlich-rechtlichen Sendern zufrieden ist, ne, dann braucht man nichts bezahlen. Wenn man natürlich diese anderen Sachen haben möchte, diese RTL und ProSieben und so einen ganzen Kram, da muss man natürlich schucken. Schucken geht nicht, weil man hier keine diese Karte nicht reinschieben kann. Er hat keinen CI-Slot oder wie das Ding heißt. Da könnte man sich jetzt einen externen Receiver, also einen ganz normalen, die gibt es ja auch schon, so eine kleine Gerätschaften, da kannst du dir dann deine CI-Karte reinschieben und so weiter. Das ist dann dein Receiver, dann schaltest du am Receiver um und das Ding ist nur dein Fernseher. Das würde natürlich dann gehen. Dann könntest du auch die privaten Sender angucken. Und es gibt auch sogar noch andere Antennen im Zubehör, die man anschließen könnte mit Kupferkernen und alles Mögliche, die die Empfangsqualität noch weiter verbessern sollen. Und die haben dann auch Magnetfuß und benutzen deinen LKW quasi dann als Antenne oder so ähnlich funktioniert das. Ich bin auch kein totaler Fernsehexperte dafür. Also USB-Stick anschließen, das machen ja wahrscheinlich die meisten, da haben sie ihre Filme denn drauf. Oder man guckt halt die öffentlich-rechtlichen auf ZDF-Info, da kommen auch verdammt interessante Dokus, da wird man echt schlau, zum Beispiel. Ne? Aber man könnte ja auch, wenn man jetzt eine Datenflat hätte, oder was, kann man den Amazon Fire TV-Stick zum Beispiel anschließen. Ne? Und dann brauchst du natürlich Internet, wie ich gerade sagte, und noch so einen Mini-HDMI-Adapter. Aber das gibt's ja alles, das kannst du ja alles kaufen. Du kannst, wenn man sich da so ein bisschen rein überlegt, ne? Oder bei Amazon zum Beispiel in den Fragen und Antworten, bei diesen Bewertungen, da steht auch schon verdammt viel drin, wie sich andere zu helfen wissen und so weiter. Ne? Du kannst theoretisch auch deine Playstation anschließen als an das Ding, ne? Mit dem HDMI-Eingang. Die Bildqualität ist wie gesagt tippitoppi. Der ganze Kasten ist für mich wirklich tipptopp. Echt. Kann ich nicht anders sagen. August D100D und echt geil.